Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video bei Linux Guides. Und heute beschäftigen wir uns mal mit Ubuntu Mate für eine retrospektive Zukunft. Am Ende ein Ubuntu Spin-off, beziehungsweise auch eine offizielle Edition, sage ich mal in gewisser Weise, die den Mate Desktop mit enthalten hat. Mate ist der Nachfolger von dem alten GNOME, wie es bis 2010 ungefähr war. Dann wurde GNOME ungefähr das, was es jetzt ist, in Anführungszeichen, also hat sich mobil so ein bisschen ausgerichtet. Ja, hat halt dort eine sehr drastische Wendung angelegt. Zuvor sah es relativ klassisch aus, so wie wir es jetzt hier auch in diesen Foto sehen, und ich würde sagen, wir schauen uns das ganze System doch nochmal etwas genauer an, schauen mal, was denn die Zukunft so für Mate sagt und wie denn das jetzt mittlerweile so alles aussieht. Also, ich bin hier auf ubuntu-mate.org, ich gehe hier mal auf Download, hier können wir einmal auswählen, für was wir das herunterladen wollen, einmal für unseren normalen Rechner, sage ich jetzt mal, oder auch für den Raspberry Pi gibt es das Ganze, einmal als 32-Bit- und 64-Bit-Version. Und dann nochmal irgendwelche Computer-Hardware. Ich schaue jetzt hier einmal auf die System-Requirements. Das würde mich ziemlich interessieren. Ich klicke hier einmal auf 64-Bit. Dann können wir hier auswählen, was für eine Version wir installieren wollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Auswahl richtig cool, weil sie zeigen uns alle richtigen Informationen genau zur perfekten Zeit an. Also einmal, welche jetzt wir von denen hier nehmen sollen. Und dann sehen wir auch, bis wann die unterstützt wird. Ich kann das hier mal übersetzen. Und wir sagen einfach mal. Das Ganze ist bis April 2025 unterstützt, die anderen nur bis Januar 2024 bzw. Juli 2024. Deswegen habe ich mich jetzt hier mal für die LTS-Version entschieden, und dann haben wir jetzt hier nochmal eine Download-Option, wie wir das Ganze herunterladen wollen. Die meisten, ich sag mal, würden das wahrscheinlich hier mit dem direkten Download machen. Dann, das ist, ich sag mal, das ganz normale. Ansonsten über ein BitTorrent oder ein BitTorrent-Magnet oder nochmal einen anderen Magnetlink, was sehr ähnlich ist. Also ich habe jetzt hier den direkten Download ausgewählt. Das Ganze habe ich natürlich schon heruntergeladen, und wir schauen uns das Ganze einfach mal an, wie denn das dann aussieht. Hier haben wir unser System. Ich wähle hier einmal Deutsch aus und wähle Ubuntu Mate installieren aus. Ich denke, das ist relativ klar, was denn jetzt hier nach und nach kommt. Das ist die ganz normale Ubuntu Installation, deswegen werde ich hier gar nicht so viel drüber reden. Normale Installation nehmen wir, installieren Software, Drittanbieter und so weiter nehmen wir mit. Aktualisierungen während der Installation nehmen wir auch gerne mit. Und dann kann ich hier einmal Festplatte löschen und Ubuntu Mate installieren auswählen. Genauso möchte ich das. Und dann installieren wir den Kollegen. Das ist okay. Ich wähle weiter aus. Standort Berlin ist, denke ich, klar. Und dann gehen wir hier einmal auf unseren Namen Jean. Der Name unseres Rechners nenne ich einfach mal Ubuntu Mate, und ich denke, ihr kennt das ganze Spiel, deswegen kommentiere ich das jetzt gar nicht so stark. Active Directory wollen wir jetzt nicht verwenden als Anmeldung für die Unternehmensdomäne, sondern ganz einfach nur Passwort zum Anmelden abfragen, passt für mich, und dann installieren wir den Kollegen. Ja, was ist Ubuntu Mate? Am Ende ist Ubuntu Mate, wie schon vorhin erzählt, einmal das normale Ubuntu plus einmal Mate und ein bisschen Liebe, und daraus entsteht dann Ubuntu Mate. Die Grafik ist ganz nett gemacht. Schauen wir uns doch nochmal an, was es hier sonst noch Cooles gibt. Was sagen die hier? Ubuntu Mate ist ein stabiles, einfach zu bedienendes Betriebssystem mit einer anpassbaren Desktop-Umgebung. Ideal für alle, die das Beste aus ihrem Computer herausholen wollen und eine traditionelle Desktop-Metapher bevorzugen. Ja, also bei Ubuntu Mate wird, ich sag mal, Tradition ganz stark geschrieben. Generell bei Mate würde ich mal sagen, da ändert sich gar nicht so viel. Letztens ist tatsächlich ein Mate-Gründer mit rausgeflogen vom Mate-Projekt, der zufällig auch der Linux Mint-Gründer und Cinnamon-Gründer und Initiator und immer noch Chef, ich sag mal, von dem Ganzen ist, nämlich unser Clément Le Préfet. Der ist rausgeschmissen worden aus dem Mate-Team. Relativ unschön in den letzten Wochen oder Monaten war das, gar nicht so lange her, weil nämlich die anderen Entwickler oder ich sag mal Projektinhaber, ich glaube hauptsächlich, es ist ein anderer nochmal, der will eigentlich das Ganze genauso behalten wie früher und möchte da eigentlich gar nicht so viel ändern. So nach dem Motto, das bleibt alles hier wie es ist, hier wird sich nichts dran rütteln, ob du hier bist und
nicht. So, das ist so das Ding, was ich sag mal, jedenfalls bei mir auch gerade sehr über diesem Mate-Desktop schwebt. Dafür kann Ubuntu Mate natürlich nur bedingt was. Ich habe jetzt hier mal matedesktop.org geöffnet. Offiziell sagt Mate, Mate wird weiterentwickelt, aktiv weiterentwickelt, um neue Technologien zu unterstützen, während der traditionelle Umgang mit dem Schreibtisch erhalten bleibt. So etwas wollen sie machen. Ich sehe da relativ viele Parallelen zu einem XFCE. Vielleicht liegt XFCE nicht ganz so viel Wert auf Tradition, aber generell würde ich schon sagen, dass die ungefähr ähnliche Ziele verfolgen. Zumal beide auch relativ geringe Hardwareanforderungen haben. Ich möchte jetzt aber mal auf die Roadmap schauen, was denn da so kommt. Da haben wir einmal Kaya, hinzufügen der Option, um eine Registerkarte zu ziehen, um ein neues Fenster zu erstellen. Das ist, wenn ich das Ganze jetzt mal hier auf meinem System zeige und hier jetzt verschiedene Tabs habe, ich glaube, die kann ich mit Steuerung T öffnen, dann kann man jetzt beispielsweise jetzt in dem Fall bei GNOME das rausziehen und ein neues Fenster erstellen. Diese Funktion, die wird jetzt hier beschrieben, die wird jetzt wohl langfristig kommen. Und es gibt aber auch allgemeine Aufgaben, die wir hier einmal sehen, einmal der Unterstützung für Account Services hinzufügen. Ist am Ende, ich sag mal, der neue Standard für generelle Logins unter Linux, jedenfalls im Systemd-Bereich. Dann einmal die Unterstützung für Wayland, das ist für den neuen Display Manager. Also das wollen sie jetzt dann wohl auch hinzufügen. Und nochmal eine Unterstützung für ein Build System. Aber wir sehen natürlich, Mate bleibt seiner Linie treu, aber nichtdestotrotz ist eine Angst, die man vielleicht am Anfang hat, zu sagen, okay, gut, Mate wird komplett hinten runterfallen, dies und jenes, die Entwickler haben sich da gestritten und so weiter, dass man aber trotzdem am Ende sagen kann, Mate bewegt sich, wenn dann auch sehr langsam, trotzdem in Richtung Zukunft, sodass auf jeden Fall die Zukunft von Ubuntu Mate oder auch Linux Mint Mate, denke ich mal, langfristig gesichert ist. Außer es kommt nochmal was ganz anderes dazwischen. Ja, wir sehen natürlich auch ohnesgleichen, dass Ubuntu Mate auch auf sehr schwacher Hardware laufen soll. Dafür gehe ich jetzt mal hier bei Download auf die Systemanforderung. Wir sehen hier einmal als Minimumanforderung 1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB Festplattenspeicher und einen Core 2 Duo. Ich denke mal, einfach ein Prozessor mit 2 Kernen und recommended, also empfohlen ist dann ein Core i3 beispielsweise oder ein vergleichbares AMD-Modell. Also trotzdem eine relativ geringe CPU-Leistung, würde ich mal sagen, aber trotzdem 4 GB Arbeitsspeicher. Ganz ehrlich, so sparsam hört sich das auf den ersten Blick nicht an. Ist aber, denke ich, in unserer heutigen Zeit so oder so eigentlich nicht ganz so wichtig, würde ich sagen. So, die Installation ist nun abgeschlossen und ich würde sagen, lass uns das Ganze doch mal anschauen. Der Startbildschirm ist wirklich traditionell, muss ich sagen. Boah, kennt ihr noch diesen Sound? Das war, ich meine, Ubuntu auf jeden Fall 14.04, die hatten das noch, vielleicht noch Ubuntu 16.04, danach auf jeden Fall nicht mehr. Boah, dieser Trommelsound, der hat ganz andere nostalgische Schübe mittlerweile. Finde ich richtig schön, dass sie das hier noch drin gelassen haben. Und ich melde mich jetzt hier mal an. Ich gehe direkt mal in die Bildschirmeinstellungen und wir stellen hier mal die richtige Auflösung ein. Das hat soweit funktioniert und ich würde sagen, lasst uns jetzt mal auf Ubuntu Mate schauen. Ich habe das schon lange nicht mehr benutzt. Ich denke mindestens 1-2 Jahre auf jeden Fall nicht mehr. Wir haben ja am Anfang unseren Willkommensbildschirm, aber auf Ubuntu Mate traditioneller Art. Die fragen hier, okay, wollen wir Telemetriedaten senden oder sie nicht senden? Ich finde, es ist vollkommen okay, was sie hier drin haben. Man kann hier auch nochmal die Daten einsehen, was denn jetzt hier gesendet wird. In dem Fall, ja, ich glaube, so richtig viel können sie aber mit den Daten hier nicht mehr anfangen. Aber ich glaube, ich mache es trotzdem mal. Ich wähle Telemetriedaten senden aus und dann helfen wir da so ein bisschen, das zu verbessern. Man muss es natürlich nicht senden. Das ist das Schöne dabei. Und jetzt hängt hier erstmal der Bildschirm. Ja, das war ein Verbindungsfehler. Na gut, dann machen wir es irgendwann später nochmal. Und jetzt sind wir hier in unserem Willkommensbildschirm. Und das ist, ich meine, ganz einfaches HTML darunter. Aber ist, ich glaube, ganz nett hier zusammengestellt. Und wir schauen uns einfach mal alles nach und nach an. Dann haben wir hier einmal die Einführung. Dort haben wir dann hier eine Einführung für eine rückblickende Zukunft, nach unten scrollen, um mehr zu erfahren, und dann können wir uns hier das ganz grob durchlesen. Eventuell auch nochmal die Thematik,
Linux oder Windows oder Chrome OS oder Apple. Das finde ich hier auch sehr spannend. Dann haben wir hier einmal die Ziele von Ubuntu Mate: Zugänglichkeit für alle, Erhöhung der Benutzerakzeptanz für Ubuntu und der Mate Arbeitsumgebung. Kann ich mir natürlich gut nachvollziehen. Eine Ubuntu-Alternative für Rechner, die nicht leistungsstark genug sind. Ich schaue einfach mal, wie viel wir jetzt hier an Arbeitsspeicher verbrauchen. Das ist das erste Mal, dass ich das hier gerade öffne und wir haben hier 1400 Megabyte benutzten Arbeitsspeicher. Das ist dann doch schon ordentlich und eigentlich hätte ich mir den Spaß machen müssen, wirklich mit den Minimaleinstellungen mal reinzugehen, weil ich glaube, hier wäre Ubuntu Mate schon komplett aufgeschmissen gewesen. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch die Aktualisierungsverwaltung, die jetzt hier ein bisschen was zieht, aber 300 Megabyte auf jeden Fall nicht oder ja, 1000 Megabyte oder sowas. Also ich meine, ein Linux Mint Cinnamon ist auf 700 Megabyte grob gerechnet. Ich glaube, ein Ubuntu Gnome wüsste ich jetzt nicht auswendig. Wird aber eventuell auch sogar weniger sein. Aber gut, was bieten sie sonst noch? Erstklassige Ubuntu-Plattform für eine Fernarbeitsplatzlösung, wie X2Go beispielsweise. Ich muss mir X2Go auch unbedingt mal näher anschauen. Haben wir ja auch jedes Mal bei den Tux-Tagen mit drin. Ist immer schön. Wiederherstellung der glücklichen Tage von Ubuntu für Benutzer, die einen herkömmlichen Schreibtisch bevorzugen. Ich finde, die Übersetzung ist ein bisschen holprig, aber am Ende soll es an die guten alten Zeiten erinnern, als GNOME 3 noch nicht da war, als noch kein Unity da war und so weiter. Ich sag mal so, bis 2010, das waren auch so die ziemlich goldenen Zeiten von Ubuntu, wo Ubuntu extrem viel an Beliebtheit erlangt hat. Seitdem würde ich sagen, ist es nicht unbeliebt, aber ich finde, der Hype ebbt ab, sagen wir es einfach mal so. Dann sehen wir, was Ubuntu Mate nochmal ist, dass das Ganze Open Source ist und das ist so ein bisschen die Einführung. So, und ich wollte eigentlich nur den Willkommensbildschirm wieder auf die Startseite locken und nicht das ganze Fenster schließen. Dann gehen wir hier mal auf Eigenschaften, was denn hier so drauf kommt. Vorkonfiguriert und dennoch flexibel, integrierte Sicherheit, klar, Aktualisierungsverwaltung, Sicherheitslücken schließen und so weiter. Wir haben kaum Viren. Ein Benutzer hat nicht standardmäßig Administratorrechte. Dafür muss man wahrscheinlich einfach das Sudo-Passwort eingeben. Meinen Sie das? Ich öffne hier dann doch nochmal das Terminal. Ich gebe mein Passwort ein und er macht's. Also, ja gut, das ist, ich sag mal, die Standard-Security, die überall auch woanders herkommt. Das ist jetzt nicht unbedingt Ubuntu-Mate-spezifisch. Aber vor allen Dingen für neue Linux-Nutzer könnte das ganz hilfreich sein. Wir haben mächtige Anwendungen. Einmal Firefox mit dem Logo von 2002, weiß ich nicht. Ist nicht mehr das ganz aktuellste. LibreOffice ist auch nicht mehr das aktuellste Logo. Evolution haben wir hier aber einmal als E-Mail-Programm auch nochmal. Rhythmbox, Shotwell, aber auch Celluloid schon als Videoprogramm. Das ist ganz, ganz schön. Shotwell ist eine Fotoverwaltung und Rhythmbox ist zum Musik hören. Ja, Spiele haben wir Steam. Das Logo ist auch schon etwas älter, muss man sagen. Hier haben wir das iPhone 1, glaube ich. oder Samsung Galaxy S1 oder was es auch immer ist. Aber ist ja vollkommen okay. Aber ich mache mir hier ja immer gerne eine schöne Zeit. So, erste Schritte. Schauen wir doch mal, was die hier empfehlen zu machen. Einmal Aktualisierungen und Extras. Das machen wir einfach mal. Ich klicke hier mal auf nach Updates suchen. Ich glaube, dann öffnet sich hier einfach die Aktualisierungsverwaltung. Und eigentlich habe ich hier schon gesagt, hey, bitte installiere Aktualisierungen schon während der Installation. Hat er jetzt hier irgendwie jedenfalls nicht alles gemacht. Und mal ganz blöde Frage, ich frage nur für einen Freund. Und zwar, wir sehen hier einmal, was heruntergeladen werden muss. Wir haben hier immer 109 Megabyte plus 268,3 Megabyte, was herunterladen bedeutet. Und hier steht unten 224 Kilobyte werden heruntergeladen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, was denn jetzt wie viel heruntergeladen wird. Mir ist es am Ende persönlich komplett egal, aber irgendwie die Zahlen, die ergeben sich mir jetzt hier noch nicht so richtig. Ich wähle aber trotzdem mal jetzt installieren aus und das Passwort wird gefragt. Das geben wir doch sehr gerne ein und dann wird hier mal alles installiert. Währenddessen können wir die zusätzlichen Codecs installieren. In dem Fall sind sie schon installiert. Das ist ja schon mal gut gelaufen. Blu-ray, DVD-Wiedergabe ist auch mit installiert. Zusätzliche Bildschirmschoner können wir installieren. Das ist ja ganz nett. Früher war das sehr, sehr wichtig und ich erinnere mich noch ganz an ganz, ganz, ganz viele verschiedene Bildschirmschoner aus, in Anführungszeichen aus meiner Kindheit, sage ich mal. Da gab es super viele. Ich installiere die einfach mal und wir schauen mal durch, ob ich da noch was erkenne und ob ihr vielleicht noch was erkennt. So, die
Bildschirmschoner sind installiert. Ich gehe mal auf Ändere den Bildschirmschoner und schaue einfach mal durch, was da drinnen ist. Wir gehen einfach mal von oben durch. Arndt Inspect, oh ja, das sind die ganzen alten Dinger. Arndt Maze, klar, wer kennt es nicht. Das Arndt Spotlight gibt es natürlich auch. Atlantis, hier auch ein schöner Hintergrund im Meer, sage ich mal. Und man merkt dann doch teilweise, wie einfach die Dinger gestrickt sind. Beispielsweise auch das hier, der A-Tunnel, das habe ich auch früher immer sehr geliebt, dieser Tunnel, sage ich mal. Beats, das kenne ich nicht mehr. Bilderordner, gut, okay. Blinkbox ist dann so etwas hier. Ja, auch schick. Blocktube ist auch nochmal so ein Tunnel. Ich sag mal, so ein etwas langsamerer Tunnel. Boing ist ganz klar. Die Bouncing Cow, die gibt es natürlich auch noch. Oh, Boxed. Ich habe das geliebt. Früher konnte man in diesem Boxed auch nochmal einstellen, wie viele Kugeln und wie groß das Ding sein soll. Meine ich. Das war auch eine sehr, sehr schöne Sache. Boah, die ganzen schönen alten Bildschirmschoner hier. Wer kennt sie von euch? Schreibt sie gerne in den Kommentarbereich. Und welcher war euer absoluter Lieblingsbildschirmhintergrund, beziehungsweise welcher hat sich bei euch am meisten eingebrannt? Der scheint wohl ein bisschen neuer zu sein. Wer hat das ernsthaft auf seinem Bildschirm als Hintergrund? Aber gut, Geschmäcker sind wie immer verschieden. Crackberg, das sieht auch sehr, sehr cool aus. Das dreht sich auch teilweise so ein bisschen hin und her. Stark. Oh, Cubic Grid haben wir hier einmal. Oh, ist so schön, ne? Teilweise, wie einfach die eigentlich mittlerweile gebaut sind. Ja, wenn man da so ein bisschen hinter reinblickt, das ist schon schick. Disco Ball, der sieht auch relativ neu aus. Oh, GL Hanoi, jetzt mit diesem, ich sag mal, Schweif, der sich dahinter herzieht, der ist neu. Es gab ein Update für GL Hanoi. Sehr stark. Hier irgendwelche verschiedene Knoten. Einmal die GL Matrix, das ist der Hintergrund von, ich meine, DistroTube, den er mal hat. GL Planet, so ähnlich sieht es mittlerweile auf meinem Handy aus, witzigerweise. Hier ist mein absoluter Favorite, den ich früher sehr, sehr gerne, habe ich minutenlang zugeschaut, die Pipes. Ja, hier werden einfach nur verschiedene Pipes gebaut und das dreht sich so ein bisschen hin und her. Das war früher mein absoluter Liebling. Ich belasse das jetzt mal dabei. Ich habe eigentlich nur gewartet, bis das hier, ich sag mal, kommt. Das war früher mein absoluter Liebling. Weiß nicht, hat mich immer fasziniert. Neben den Bällen, die wir vorhin hatten, die aus diesem Würfel springen. So, jetzt reicht's aber mit der Nostalgie. Zusätzliche Themen passt für mich. Hintergrund Community Builder ist auch cool, dass man sich hier reinmachen kann. Ich will mich jetzt hier nicht drin verlieren. Dann haben wir hier nochmal verschiedene weitere Sachen, wie beispielsweise die Community, sagen wir es einfach mal so. Wir haben hier einmal ein Forum, die Ubuntu Mate Community. Können wir mal kurz drauf gehen. Ja, ein ganz einfaches Discourse mittlerweile. Sehr schön, die meisten gehen ja von PHPBB weg, für diejenigen, die das versagt. Was aber auch ein klasse Forum ist und sogar deutschsprachig, ist das Linux Guides Forum. Gerne mal vorbeischauen. Super viele Leute aktiv. Sehr anfängerfreundliche Stimmung. Egal welche Distribution ihr nutzt, ob ihr überhaupt Linux nutzt, ist egal. Hauptsache ihr müsst irgendeinen groben Bezug zu Linux haben und dann let's go. Also sehr zu empfehlen hier an der Stelle. Chatraum haben wir dann hier auch nochmal mit Discord mittlerweile. Ja, also auch Ubuntu Mate ist jetzt in den 20ern bzw. 10ern angekommen. Und dann haben wir hier nochmal die Software-Boutique. Die finde ich auch sehr spannend. Habe ich auch letztens schon in einem Video erwähnt, weil hier findet man eine sehr schöne Anwendungsauswahl, die man jetzt hier nach und nach sich einfach mal durchschauen kann. Beispielsweise Zubehör mit einer kleinen Beschreibung und eigentlich genau das, was man braucht. Einmal Caffeine, damit der Bildschirm nicht in den Hintergrund schaltet. Früher war das viel wichtiger, mittlerweile checken die meisten Desktops das. Eventuell braucht man hier noch Caffeine, weil früher sind die Bildschirme auch beispielsweise bei einem Film, während sich ein Film abgespielt hat, in den Bildschirmschoner gegangen. Das nervt natürlich sehr. Die sind dann nur danach gegangen, wann sich die Maus nicht bewegt und deswegen hat man dann früher Caffeine beispielsweise gebraucht. Das war eine sehr schöne Sache. Gnode, Gparted, KeePass XC, meiner Ansicht nach ein absolutes Muss für jeden, eigentlich für jeden. Verity ist ein sehr cooles Programm für Hintergrundbilder und VeraCrypt zum Verschlüsseln und Entschlüsseln von USB-Sticks habe ich selber bis jetzt noch nicht groß verwendet, bin ich ehrlich. Da gehe ich dann eher über die Linux-eigenen Tools. Dann haben wir hier einmal verschiedene Bildungsinhalte, Stellarium, TuxPaint ist natürlich auch viel für die Bildung, war witzigerweise mein allererstes Linux-Programm, was ich verwendet habe. War eine sehr schöne Zeit, sage ich euch. Dann zu den Spielen 0AD, absoluter Klassiker. Desktop Games, da ist dann sowas wie Mahjong, Mines oder Sudoku drin. Chromium BSU,
Extreme Tux Racer, das haben wir letztens in der Linux User Group in Erlangen gespielt, am Stammtisch, war sehr, sehr cool. Flight Gear ist ein schönes Spiel, Free Civ ist ein schönes Spiel, Frozen Bubble selber noch nicht gespielt. Ach, es gibt so viele tolle Spiele hier drin. Ich werde da tatsächlich nochmal einen Livestream zu machen mit dem Hauke, welche 5 Spiele wir denn euch so für Weihnachten empfehlen würden. Dann geht's weiter zur Grafik, Blender, Darktable, Dia, GIMP, alles Wichtige ist hier, wie gesagt, mit drin. Ich möchte nicht alles durchgehen, ich verliere mich hier in absoluten Details, aber es ist so schön, hier einfach mal alle, fast alle wichtigen Anwendungen, ich sag mal, hier einfach mal zu sehen. Obwohl, ob Skype jetzt hier noch eine große Rolle spielt, weiß ich nicht, ist meiner Ansicht nach auch eigentlich vom Aussterben bedroht, auch selber von Microsoft irgendwie beerdigt durch Teams und alles, alle weitere Punkte. Ich bin gespannt, wann Skype eingestellt wird, bin ich ehrlich, weil, ja, wer nutzt das noch von uns? Ja, den Rest lasse ich euch ja mal erforschen, aber ich finde das tatsächlich ziemlich schön, dass man sich das hier anschauen kann. Okay, erstens, was für eine Anwendung ist das und was wird da mir empfohlen? Und dann hat eigentlich, ich sag mal, normaler Nutzer hier direkt einen schönen Einstieg in den Rechner selber, in Linux selber, und ich muss sagen, das ist immer noch ganz, ganz oberste Klasse und ist meiner Ansicht nach die schönste, in Anführungszeichen, Zusatzanwendungsverwaltung, die es hier gibt. Von daher absolute Empfehlung, meiner Meinung nach sehr, sehr empfehlenswert, auch wenn hier leider nicht alles auf Deutsch ist. Das übersehen wir jetzt einfach mal. Ja, dann wäre es das soweit zum Bildschirm fast gewesen. Browser-Auswahl können wir noch einmal auswählen, welchen Browser hier wir nehmen wollen. Ich finde schön, dass wir sogar noch das alte Firefox-Logo drin haben, aber den neuen Edge auf jeden Fall auch mit drin. Naja, gut, okay. Aber ich finde das ziemlich schön, dass wir hier so eine Browser-Auswahl haben. Finde ich auch relativ wichtig mittlerweile. Und dann hier unsere Erscheinungsbild-Einstellungen. Ob wir hier ein ganz spezielles Erscheinungsbild einstellen möchten, schick gemacht auf jeden Fall. Und die Schreibtischanordnung, das ist, glaube ich, cool. Das ist jetzt einmal das Familiar, sage ich jetzt einfach mal hier, das typische GNOME 2. Wir haben hier oben eine Leiste und habe ich schon mal gesagt, dass ich das Thema eigentlich ziemlich cool finde. Also es ist auf jeden Fall nicht altbacken und ist sehr dem neuen Ubuntu nachempfunden. Ist auch das Yahoo-Icon-Thema, was wir hier drin finden. Gefällt mir ziemlich gut, bin ich ehrlich. Und hier sogar mal ein neues Firefox-Logo. Das ist doch schick. Aber alle offenen Fenster, die finden wir dann hier unten einmal. Das ist eben diese GNOME 2 Typisierung. Da hatte man 2 Leisten und hier kann man einfach den Schreibtisch anzeigen lassen, ganz links unten. Und rechts unten können wir zwischen den verschiedenen Arbeitsflächen hin und her wechseln und den Papierkorb, den können wir auch nochmal öffnen. Und hier oben haben wir einmal unsere Netzwerkverbindung, unsere Meldungen, sage ich jetzt einfach mal. Unsere Energieeinstellungen, unsere Soundeinstellungen, die sind ja auch relativ spärlich und mit einem Rechtsklick da drauf bekommt man leider auch nicht mehr. Das ist ja bei Cinnamon beispielsweise der Fall, dass wenn man einen Rechtsklick darauf drückt, dass nochmal ganz andere Einstellungen kommen. Finde ich, um echt zu sein, sogar ein bisschen verwirrend bei Cinnamon. Das lösen die jetzt hier besser, auch wenn es weniger Einstellungen gibt. Ein Kalender, der nicht der XFCE-Kalender ist, sondern so ein bisschen mehr, ich sag mal, an Informationen bringt, beispielsweise auch Ereignisse hinzufügen kann man. Sehr cool, dann kommt hier direkt der Kalender und hier sehen wir, ist Evolution eine ganz zentrale Stelle von Ubuntu Mate. Evolution ist ja, ich sag mal, so ein Thunderbird-Ersatz, sage ich mal, oder Konkurrenz zu Thunderbird. Meiner Ansicht nach ein bisschen vollgepackt, ein bisschen auch noch aus der alten Zeit, bin ich ehrlich. Ich selber konnte mich damit noch nicht anfreunden. Wäre eigentlich auch mal eine Challenge, das eine längere Zeit auszuprobieren und dann einmal hier unseren Nutzer herunterzufahren, ab melden. Eine Gastsitzung gab es früher immer in Ubuntu drin, gibt es hier in Ubuntu Mate sogar immer noch, sage ich mal. Okay, soweit sieht das erstmal aus. Ich schließe jetzt hier erstmal den Webbrowser wieder und wir schauen uns jetzt mal hier die verschiedenen Arbeitsumgebungen an. Das wäre einmal Mutiny, das ist einmal Unity, sage ich mal, nachempfunden. Wir haben jetzt hier einmal unsere Seitenleiste links, hier oben unser Menü, was so ein Vollbildmenü darstellt. Das ja, ist, ich glaube, ähnlich zu dem alten Unity gewesen. Und ganz ehrlich, ich finde, es geht echt schlechter. Also warum nicht? Redmond, schauen wir uns doch mal weiter an. Redmond ist das Standardmäßige, was ja aus, ich meine, Microsoft kommt aus Redmond. Das ist ein Ort in Kalifornien oder eine Gegend.
verbessert mich da gerne, aber das ist das klassische Microsoft-Thema hier mit der Leiste unten, ein Menü unten, was jetzt beispielsweise ja auch Cinnamon in ungefähr so hat oder andere Desktops, KDE hat das ja auch so angeeignet und von daher ja eigentlich ganz schick, sage ich jetzt einfach mal. Cupertino ist, denke ich, auch klar, was das darstellen soll, ist dann eher das Mac-ähnliche Thema. Und dann haben wir nochmal weitere Sachen, die wollen wir natürlich uns alle einmal anschauen. Das wäre dann einmal Pentium. Das ist so ähnlich wie Cupertino. Contemporary. Naja, was da der Unterschied ist und was hier der Unterschied zwischen Traditional und Contemporary ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir gehen hier einmal wieder zu unserem klassischen Mate-Look rein. Und das sieht ziemlich schick aus, sagen wir es mal so. Ja, das wäre es zum Willkommensbildschirm und ich finde, das ist schon mal ein ganz, ganz großer Pluspunkt von Ubuntu Mate. Es bietet meiner Ansicht nach echt einen netten Einstieg und macht bis jetzt zugänglichkeitstechnisch, ich finde, eigentlich alles richtig. Vom Download bis über die Installation bis hin zur Einführung, das kriegen sehr wenige Desktops hin und da muss ich auch mal beispielsweise Linux Mint kritisieren. Wenn ich nämlich jetzt hier auf linuxmint.com gehe, sehen wir hier zwar Download, dann ist das hier aber jetzt nicht so richtig schön angeordnet und wir können hier mal auf Download gehen und dann muss man hier runter scrollen und irgend so einen Link auswählen. Ist, um ehrlich zu sein, nicht super anfängerfreundlich, bin ich ehrlich, das macht Ubuntu Mate wirklich besser und da können sich auf jeden Fall einige Distributionen eine Scheibe abschneiden. Ich sag's, wie es ist. Ansonsten gehen wir mal nochmal unsere Anwendungen durch. Ich glaube, der Rest ist sogar gar nicht so spannend. Wir haben hier im Büro einmal LibreOffice drin, Evolution ist klar, in den Einstellungen die Firewall-Konfiguration ist mit drin. Das ist sind die Standard-Firewall-Einstellungen, wie man sie häufig unter Debian-basierten Systemen kennt. Also da ist jetzt auch nicht so unbedingt neu. Startprogramme können wir einstellen, das ist schön, was hier standardmäßig mitstartet. Das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Zusätzliche Treiber können wir einstellen, in der Grafik, Shotwell einmal, die Mate-Farbauswahl und so weiter. Im Internet, Firefox, ganz klar. In der Systemverwaltung haben wir einmal, wie gesagt, diese Software-Boutique, was wir eben gesehen haben. Anwendungen, Aktualisierungen, sind so diese Einstellungen, diese typischen. Ich meine, das ist sogar gar nicht von Ubuntu, das habe ich auch mal in Debian gesehen, meine ich. Als ich es für den Linux Assistant programmiert habe, das weiß ich gar nicht so genau. Systemwerkzeuge sehe ich eigentlich auch, das Ding ist ziemlich gut aufgestellt. Auch ein GDB-Paket-Installationsprogramm, das ist richtig schön. Das hat man sonst standardmäßig nicht auf Ubuntu-basierten Systemen. Jedenfalls wüsste ich kein anderes. Celluloid als Videoplayer finde ich ziemlich gut. Webcam OID kenne ich jetzt nicht. Nehme Fotos und Videos mit deiner Webcam auf, das wird sicher gut funktionieren. Und im Zubehör haben wir auch sowas wie Datensicherungen drin. Das ist dann das Deja-Dub, glaube ich. Ja, das sieht danach aus. Uhren, naja, das sind dann so verschiedene GNOME-Anwendungen, die zwar ganz nett aussehen, wobei, ne, ganz nett aussehen, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so gewollt, aber gut. Da schaue ich jetzt mal drüber hinweg. Dafür GNOME-Karten ist mit drauf, Redshift ist direkt mit drauf, der den Bildschirm etwas roter macht. Und ich bin ehrlich, ich finde, so wie wir das gerade hier sehen, ziemlich erwachsen. Und wirklich gut nutzbar. Auch diese Einstellungen hier sind tausendmal besser als jetzt beispielsweise bei Cinnamon, muss ich ganz klar sagen. Hier haben wir direkt eine Suche, wir haben verschiedene Gruppen nochmal. Das gibt es auch in Cinnamon, aber ich muss sagen, hier ist es viel schöner und übersichtlicher strukturiert als jetzt das Cinnamon-Einstellungsmenü. Von daher bin ich auch wieder hier positiv überrascht. Ich glaube, ich möchte jetzt gar nicht mehr so super viel drüber zeigen, weil wir haben schon sehr viel Zeit hier fürs Video mit drinnen. Mein Fazit ist ganz klar, Ubuntu Mate macht bis jetzt eigentlich alles richtig. Morgen werden wir einen anderen Wettbewerber ungefähr in dieser Liga anschauen und meine Vermutung ist, dass dann die Entscheidung zwischen diesen beiden Systemen Ubuntu Mate sein wird. Mal schauen, ob sich das morgen bewahrheitet. Von daher gerne morgen wieder einschalten zum Adventskalender. Aber meiner Ansicht nach macht Ubuntu Mate erstmal an jedem Punkt alles richtig. Wir haben schöne Zugänglichkeit, einen schönen Willkommensbildschirm und eigentlich auch einen ziemlich, ja natürlich sehr klassischen Desktop. Man muss es wirklich mögen, aber dafür einen sehr gut eingerichteten Desktop, der wirklich fertig ist zum Starten. Und hier haben sich wirklich Leute viele Gedanken gemacht, das Beste aus ihrem System rauszuholen. Und das tut es auf jeden Fall auf den ersten Blick. Und von daher bin ich hier sehr positiv überrascht. Was ist euer erster Eindruck zu Ubuntu Mate?
Für mich kommt jetzt nochmal der allerletzte Test, der natürlich absolut entscheidend ist, wenn ich den Dateimanager öffne. Wo öffnet man eigentlich den Dateimanager? Hier können wir ihn öffnen mit einem Doppelklick da drauf. Das ist Kaya. Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Wird hier eine Zwei-Listen-Ansicht unterstützt? Ich drücke mal F3 und es wird eine Zwei-Listen-Ansicht unterstützt. Direkt mit einer schönen Tastenkombination. Also von daher würde ich hier auch mal grünes Licht geben. Und generell muss ich sagen, bin ich von dieser Distribution sehr, sehr angetan und kann hier eigentlich auch nur meine große Empfehlung aussprechen. Auch für den Anfänger habe ich jetzt hier absolut keine Hürde gesehen. Einen kleinen Kritikpunkt gibt es vielleicht doch am Ende, und zwar, wenn ich jetzt mal nach Software suche, wenn wir zusätzliche Software installieren wollen, wird das hier schwieriger. Wir können zwar mal auf die Software Boutique gehen und hier gibt es auch eine Suche, da können wir mal suchen, beispielsweise ich gebe mal Bitwarden ein. Ihr kennt ja mittlerweile hier meine Tests und hier sehen wir tatsächlich keine weiteren Sachen. Aber es kommt hier ein netter Hinweis. Das finde ich hier auch wieder sehr gut und hier hat wirklich jemand mitgedacht. Installieren Sie eine Anwendungsverwaltung, um die gesamte für Ubuntu verfügbare Software zu entdecken. Das habe ich auch hier unten bei weitere Programme gesehen oder hier hinten. Hier Software könnte man danach installieren. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Aber wir nehmen natürlich das, was in dem Link hier empfohlen ist. Okay, wir kommen hier nur drauf. Ich wähle mal installieren aus. So, das Ganze wird installiert. Hier sehen wir einmal die gleichzeitige Verarbeitung und ich muss jetzt hier Änderung anwenden auswählen. Okay, das wird jetzt einmal installiert. Warten wir mal kurz ab. Perfekt, ich öffne jetzt einmal Software. Das werden wir wahrscheinlich jetzt im Menü hier finden. Da ist es. Auch mit einem ganz schönen Icon. Perfekt, das öffnen wir uns mal durch. Und dann suche ich jetzt hier einfach mal nach Bitwarden und ich denke, wir werden das jetzt hier finden. Und hier haben wir es. Und hier haben wir dann verschiedene Quellen. Einmal gut Ubuntu Snap. Ist okay, ist ja ein Ubuntu, meine Güte. Aber dann können wir es hier installieren und ich denke, die meisten anderen Anwendungen dann auch. Aber das muss man erstmal dazu installieren. Das wäre vielleicht am Anfang so eine Sache. Okay, gut, wie wäre es, wenn man das nicht von vornherein mit drin hat? Die Boutique ist super cool. Aber das ist eine absolute Geschmacksfrage und ich denke, man kann damit auch sehr gut leben, hier einmal auf Installieren zu drücken. Ja, ist absolut kein Weltuntergang. Das wäre es soweit zu diesem Video gewesen. Was haltet ihr von Ubuntu Mate? Könntet ihr euch vorstellen, das zu nutzen? Ich kann eigentlich hier absolut grünes Licht geben. Gefällt mir ziemlich gut. So ziemlich jede Facette des Betriebssystems hätte ich nicht am Anfang des Videos mit gerechnet. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.